Die Stadt Armin liegt etwa 400 Kilometer nördlich von Luxor. Die beste Verbindung geht über die östliche Wüstenautobahn und dauert etwa 3,5 bis 4 Stunden. Dann beginnt jedoch das Martyrium. Entweder man hat einen perfekt gefederten Wagen oder man wird im Fahrzeug hin und her geschüttelt. Während die Landstraßen und Autobahnen in Ägypten in einem sehr guten Zustand sind, stelle ich immer wieder fest, dass die städtischen Straßen unter aller Kanone sind. Um einen passenden Vergleich zu finden, werde ich immer wieder an einen Kamelritt erinnert. Und so schaukeln auch die Fahrzeuge und die Insassen hin und her, und das über Kilometer. Der Ort Armim selbst ist eine uralte Stätte, in dem der Gott Min verehrt wurde. Ein weiteres Zentrum für Min war der Ort Koptos, der etwa 50 Kilometer nördlich von Theben liegt. Der Gott Min, welcher später mit dem Gott Amun vereinigt wurde, ist als Fruchtbarkeitsgott verehrt. Dabei geht es weniger um seinen Dreschflegel als um andere Vorzüge des Mannes. Während in Koptos noch einige Reste von der alten Stadt zu erkennen sind, findet man in Armin nichts mehr, außer Artefakte in einem kleinen Museum. Während in dem Hollywood-Streifen Die Mumie immer von Meret Amun gesprochen wird, hat diese in Wirklichkeit mit Imhotep gar nichts zu tun, sondern mit Ramses II. Was hier vor Jahrtausenden durch einen Künstler geboten wurde, sucht seinesgleichen auf der Welt. Meistens sind die Statuen der Familie Ramses demoliert zu sehen. Ob sitzend oder liegend, sie machen immer eine etwas traurige Figur. In Armim sehen wir Ramses II. In einer besseren Verfassung. Er ist der Vater von Meret Amun. Wer nicht bis Armin kommt, kann sich die Statue von Meret Amun auch im Karmak-Tempel ansehen. Wir wissen jedoch heute, dass diese Statue okkupiert wurde, und wir gehen mal davon aus, dass es sich tatsächlich auch um Meret Amun handelt. Der Rest dieses kleinen Museums ist schnell erzählt. In knapp 15 Minuten hat man einmal dieses Gelände umrundet und kann sich wieder auf die Heimfahrt begeben.